Servus Angelfreunde und willkommen zu einem weiteren Video von Ultimate Fishing 2. Heute geht es um den Kabeljau und den Wels am vierten Gewässer Kiel. Meine Rekordfische, also Kabeljau und Wels, habe ich mit diesem Köder Chupo 80F landen können. Der Nachteil bei diesem Köder ist einfach, dass man weniger Bisse hat. Aber wenn man einen Biss hat, dann ist es meistens ein großer. Die Kabeljau und Welse geben gutes Geld und auch viel XP. Ich bin gerade morgens unterwegs bei klarem Himmel und da haben wir schon den ersten Biss. Und da habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Das ist wieder ein Kabeljau. Ich habe es auch abends versucht bei klarem Himmel und mittags geht auch, kommen auch einige Bisse rein, aber am besten funktioniert es morgens bei mir mit klarem Himmel auf dem Dreierblatt. Ich befische dann immer alle Richtungen mit diesem Köder, das ist ein Topwater Köder und mit Glück hat man dann einen ziemlich dicken Brommer dran. Kabeljau geben halt extrem viel XP und extrem viel Geld. Ich habe jetzt da 14,5er Hauptschnoben ohne Vorfach. Und es geht sich eigentlich immer safe aus, dass ich die Fische landen kann hier. Mit kleineren Ködern hat man zwar mehr Bisse, aber die Fische sind auch kleiner. Und wir gehen ja auf die Rekordfische. Gestern 19 Uhr ist wieder ein Patch rausgekommen, dann wurde wieder einiges gefixt. Also die Entwickler arbeiten schon fest daran, die meisten Fehler zu beheben. Und jetzt bin ich echt schon gespannt, was das für ein Brommer ist. Das ist ein schöner Fisch. Ich bin jetzt auf 100% Zug und 100% Geschwindigkeit, da der Fisch eh schon müde ist und mir das nicht mehr abreißen kann. 57 Kilo, 1,22 lang und man sieht $1,100 oder $1,150 und 1,500 XP. Das ist heftig und ist echt ein schöner Fisch, der schaut echt riesig aus. Am Ende des Videos seht ihr dann wieder mein Equip und meine Position und dann wünsche ich euch viel Erfolg und Petri Heil!